Ja, hallo Guys, wunderschönen guten Morgen. Es geht wie immer um Aktien und ich hatte gestern so einen krassen Tag in der Arbeit, dass ich einfach überhaupt mein Kopf total leer ist. Letztendlich ich jetzt einfach nur geschaut habe, was schlägt mir YouTube vor und ich ganz kurz mal einfach nur kommentieren werde dieses Video, weil hier unten ein was war hier unten? Netflix. Das interessiert mich ganz besonders, diese Aktie. Ich habe nämlich gestern mir überlegt, ob ich nicht noch ein, zwei weitere Optionsscheine bei mir mit ins Portfolio nehme. Und zwar, das ist eine eigene Welt, also nicht nachmachen oder so, aber es geht einfach nur darum, dass ich mich interessiere dafür, was andere zu Netflix sagen. Und deswegen ganz kurz. Aktionsteam des Aktionärsbriefs und dass Sie mein Gesicht an dieser Stelle sehen, liegt am wohlverdienten Urlaub von Michael Hüsken. Ich glaube, das ist der andere mit etwas weniger Frisur. Ganz kurz zur Frisur, ja. Also ich muss echt sagen, dieser Herr hier, also der steht einfach für, sag mal, für Präzision. Also rein vom Look her, ja. Also absolute Präzision und ja, mir fällt jetzt gerade kein anderes Wort ein. Also das erste Wort, Eigenschaftswort, was mir einfällt, wenn ich diese Person sehe, ist Präzision. Ja? Also quasi akkurat, Genauigkeit. Ja? Also rein vom Look her. Ne? Also wenn ich irgendwie, sagen wir mal, ja, also wie so ein Controller. Ne? Also. Steuerberater, Buchhalter oder so. Ja. Das ist richtig typisch und das passt natürlich sehr, sehr gut ins Bild. Hier auf der rechten Seite etwas mehr Kreativität, ja, in der Frisur. Ja. Aber gut, schauen wir mal. Im ersten Teil hatten wir ja auf das Marktumfeld geschaut, inklusive des aktuellen Sorgenthemas Inflation. Wir hatten auf Inflationstreiber geschaut. Als Einzelwert hat sich Oliver Kant im SAP vorgeknöpft. Und nun wird es Zeit für den Schnelltest. Bevor wir hier durchstarten, aber noch ein kleiner Seitenblick auf die Bernecker Online-Konferenz am 4. November 2021. So intelligent ist YouTube schon geworden. Also da ist natürlich SAP irgendwie mit drinnen, ja, steht aber gar nicht in der Überschrift. Aber den SAP ist dort als Einzelwert irgendwie nochmal heraus oder so, keine Ahnung. Und ich habe gestern öfter mal was über SAP selber gesagt oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall, YouTube wusste, dass ich das sehen will. Sehr schön. 20. Oliver, du bist ja auch einer der Referenten. Dürfen wir dir schon mal so ein wenig in die Karten schauen? Was ist dein Vortragsthema für die Bernecker Online-Konferenz? Ja, mein Thema wird lauten: Mit Smart Farming die Landwirtschaft der Zukunft gestalten. Dabei Oh, super interessant. Oh, da habe ich auch viele Kunden gehabt in letzter Zeit, die da B2B-Shops aufbauen und so weiter oder weiter ausbauen wollen und so weiter. Also, ja, wie heißen die alle? Also, ich möchte jetzt nicht weiter ins Detail gehen. Klaas und so weiter. Dieses, wo kann man das jetzt sehen? Dieses, oh Mann. Ein Thema wird bis am 4. November Moment, halt, 20 stopp. 21 Da kann man nicht klicken. Wo ist denn der Link? Ach, hier Online-Konferenz. Ja, da muss ich erst hier runtergehen. Ja, cooler wäre es gewesen, wenn hier das Ganze ein Link ist. Das kann man machen. Da kann man nämlich hier so ein Viereck machen und dann kann man hier sofort draufklicken. So müssen die Leute hier runter scrollen und das öffnen und so weiter. Ist natürlich hier eine Conversion-Rate Killer, ne? Also hier dann runter und dann ja und dann komme ich auf das und dann muss ich wieder akzeptieren und so weiter. Dann mal schauen, ob das in meinem Budget ist, persönliches Budget. Mal kurz schauen. Ui, 199 Euro. Ja, das ist was für große Anleger. Ja, das ist
Aber es ist aber schon ein guter Preis. Also es ist so an der Grenze so ein bisschen, ne? Also noch besser wäre der Preis unter 100. Also wenn es zum Beispiel 99 ist oder 95 oder 94 oder 96, dann gäbe es wahrscheinlich noch wesentlich mehr. Also dann wird sich auf jeden Fall, es ist so eine Preisschwelle oder 79 oder sowas, wo man dann vielleicht den Preis nur die Hälfte hat, aber teilweise 3, 4, 5 Mal mehr buche. Es gibt so Preisschwellen für verschiedene Zielgruppen, wo sogar beim niedrigeren Preis man insgesamt mehr Umsatz macht. Weil das Ganze ist ja online oder sagen wir mal digital, das heißt, es ist ja unlimitiert. Also mal so Webinar-Softwaren, die nehmen ja bis zu 10.000 Teilnehmer. Also je nachdem, wie performant man halt ist oder so, oder bis zu 1.000 Teilnehmer. Da ist halt schon ein Unterschied, ob ich jetzt mal 100 Teilnehmer habe für 200 € oder 1.000 Teilnehmer mit nur 100 € habe ich trotzdem wesentlich mehr Geld. Okay. Na, egal. Zwecker Online-Konferenz am 4. November 2021. Oliver, du bist ja auch einer der Referenten. Info. So, Leinen los, Olli, wir starten mit dem ersten Wert hier im Schnelltest. Es geht sozusagen mit einem Zwischenstopp in Bremen in den Weltraum. Wir schauen auf OHB. Das ist ein Raumfahrttechnikunternehmen aus Bremen und man. Das ist offensichtlich ein richtiger Publikumskracher bei unserem nächsten Schnelltestwert, nämlich Netflix. Olli, was ist von der Aktie zu halten? Ja, Squid Game, das scheint ja jetzt wirklich der größte Erfolg von Netflix zu sein. Die Serie ist aber auch zu Recht in der Diskussion, ist ja eher, hat ja eher eine menschenverachtende Thematik, aber das soll jetzt hier nicht das Thema sein. Und die südkoreanische Serie, die ist ja erst seit dem 17. September bei Netflix zu sehen und man hat seitdem 111 Millionen Zuschauer für diese Serie begeistern können. Das ist natürlich erfreulich, aber letztlich nicht unbedingt entscheidend für die Einschätzung, wie man jetzt mit der Netflix-Aktie verfahren sollte. Netflix, kann man sagen, kann zwar sein. Ich genauso. Also ich würde nicht sagen, dass man, sagen wir, sich irgendwelche Serien anschaut oder irgendwelche Einzelerfolge von Netflix und dann auf dessen Basis, man sagt, okay, ich kaufe oder verkaufe oder halte jetzt die Aktie. Ja? Ich glaube, da gehört schon viel wesentlich mehr dazu, sich ein gutes Bild zu meinen, ein gutes Ding, weißt schon. Und die Aktie ist halt wirklich. Ist schwierig. Also, ja. Eine Erfolgsgeschichte weiter fortsetzen, aber man muss sich dafür immer mehr anstrengen, denn die Konkurrenz schläft nicht und bezüglich des Neukundenwachstums hatte man ja in der jüngeren Vergangenheit des Öfteren schon mal enttäuscht und die Aktie, die zeigt weiterhin einen beeindruckenden langfristigen Aufwärtstrend und auf dem aktuellen Kursniveau nur knapp unterhalb des Allzeithochs, da empfiehlt sich jetzt aber nicht unbedingt ein Kauf. Für mich wäre die Aktie jetzt erst wieder so um die $580 ein Kauf und wer aber ruhig schlafen können will, der sollte einen großen Bogen um Netflix machen. Oliver, beim ersten Teil der. Der war gut, der war gut. Wer mal ruhig schlafen will, der sollte einen großen Bogen um Netflix machen. Ja, siehst du, das ist meine Intuition ist halt doch, also mal im Laufe der letzten 20 Jahre doch so dahingehend, dass ich selbst wenn ich nicht viel Analyse mache, meine intuitiven Zweifel sich dann auch wieder in so einem Expertenresümee widerspiegeln. Ja, finde ich mal richtig geil. Sendung hatten wir uns ja auch über, oder hattest du ja auch gesprochen, über Inflationstreiber. Dazu gehört natürlich auch das Themenfeld Öl und da passt auch die nächste Aktie ganz gut in den Rahmen. Wir sprechen über Canadian Natural Resources. Das ist ein kanadisches Ölsandunternehmen, also ein Unternehmen, was aus den dort in Kanada reichlich vorhandenen Ölsenden. Ja, also das läuft schon eine ganze Weile richtig, richtig gut. Also hier ist jetzt der Chart. Long story short, als meine Tante noch fitter war, wir gehen jetzt mal zurück 10 Jahre, 15 Jahre, da war meine Tante immer, also immer ein halbes Jahr in Kanada und ein halbes Jahr wieder zurück und der hat dann Häuschen im Vancouver Island und sie sagte immer zu mir, hey, ich habe da einen Cousin, Cousin und bla bla bla.
Der arbeitet in dem, da gibt es so ein Bundesland oder so, ja, da wo die quasi Ölsand abbauen. Ja. Massiv, also richtig große, ganze Städte sind dort entstanden, Ölsand abzubauen. Und sie meinte immer, damals hatte ich auch immer ein bisschen Schwierigkeiten und so, was will ich werden und so weiter. Und dann sie, also als sie noch ganz jünger waren, also sagt sie so, geh doch dahin, da verdienst du sogar als popliger Lastwagenfahrer irgendwie 8000 US-Dollar, 8000 Kanadien-Dollar im Monat. Ja? Also richtig, du kannst richtig mit banalsten Jobs halt richtig fett Kohle machen. Und dann habe ich halt dort gegoogelt gehabt und YouTube-Videos geschaut und so und habe ich gesehen, dass man dort, also quasi das wieder Wilde Westen vor 100 Jahren ist. Ja? Also quasi so Goldgräberstimmung und so. Und das dann immer so, da gibt es dann auch so Kneipen, also Saloons oder sowas oder Bars, wo dann die ganzen Arbeiter sich immer treffen und so. Und wo es dann auch noch fett die Schlägereien gibt und so, wo du auch ausgeraubt wirst nach einem Zahltag, teilweise auch wirklich hart zur Sache geht und so, Messerstechereien und so weiter. Und dann habe ich mir gedacht, nee, da wandere ich jetzt mal, da wandere ich jetzt mal nicht aus, ne? Weil so ein Draufgänger bin ich ja doch nicht, ne? Also das kommt mir jetzt gerade ins Gedächtnis. Aber wahrscheinlich die Aktie ist wahrscheinlich noch gut. Das Rohöl extrahiert, ist ja umweltmäßig auch sehr umstritten, die Methode. Ja, aber Canadian Natural Resources ist tatsächlich. Meine Tante hat immer gesagt, ich habe auch damals, zu meiner Tante habe ich immer gesagt, schon damals, ne? Also wir gehen jetzt wirklich 10, 20 Jahre zurück. Sag ich, ja, das ist total ungesund, also total umweltschädlich und so. Und dann sagt sie, nee, 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 der Sand kommt aus der Erde raus, der Ölsand, dann wird das Öl vom Sand getrennt. Und dann schütten die den Sand wieder zurück. Naja, gut. Aber wie trennen die das Öl vom Sand? Ne? Also mit Chemikalien und den ganzen Schmarrn und halten die sich dann wieder an die ganzen Umweltregeln? Und wenn man sich das mal so. Ich meine, Kanada ist. Ich war noch nicht dort, leider. Ja, aber es ist so ein schönes Land, kann ich mir gut vorstellen. Also ein Land, wo halt noch so viel Natur ist und so. Also quasi wie vor 1000 Jahren Bayern halt, ne? Also so richtig mit Moos und alles bedeckt und viel Bären und Elche und allem möglichen Kram. Also wir stochern halt überall, stochern wir halt da in der Erde rum und ich kann mir schon gut vorstellen, dass man da auch ein bisschen was verpestet. Nicht auf dem Erfolgspfad und man konnte selbst im Krisenjahr 2020 nicht nur seine Dividende aufrechterhalten, sondern auch seine bereits Jahrzehnte währende Wachstumsstory weiter fortsetzen. Das Unternehmen arbeitet mit stabil zweistelligen Nettomargen, zudem generiert man nachhaltig hohe freie Cashflows und der aktuell hohe Ölpreis, der befeuert derzeit natürlich Umsatz und Gewinn. Und wie wir ja im ersten Teil der Sendung dargelegt haben, sind ja die Aussichten dergestalt, dass sich das auch weiter fortsetzen wird, jetzt erstmal in der näheren Zukunft. Und ja, soeben hat die Aktie auch ein charttechnisches Kaufsignal generiert. Und wir halten bis zum kommenden Jahr einen Kurs von 55 US-Dollar für möglich. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 38% ausgehend vom jetzigen Kurs. Und längerfristig ist da sicherlich auch mehr drin. Ja, aber krass, die waren noch auf 9 unten, oder? Die waren noch hier auf. Ja, warum hat man hier nicht berichtet? Ja? Hier hätte man berichten müssen. Ja? Oder hier, ja? Dann die Eier zu haben und zu sagen, hey, das Ding geht in den nächsten 6 Monaten dreimal rauf, ja? 300%. Aber jetzt ist es sozusagen, also, das geht ja wahrscheinlich hier so rauf, hier hinten, ne? So. Also das sieht man jetzt nicht, egal. Auf jeden Fall. Wurscht. Was ich mit meiner Hand mache, sieht man nicht. Aber zack, zack, zack. Ja, gut, egal. Generiert und wir halten bis zum kommenden Jahr einen Kurs von 55 US-Dollar für möglich. Das entspricht einem Kurspotenzial von rund 38% ausgehend vom jetzigen Kurs und längerfristig ist da sicherlich auch mehr drin. Die nächste Aktie ist, wie übrigens auch die restlichen Titel hier im Schnelltest, eine Zuschaueranregung. Das Unternehmen bzw. die Aktie sollte im demografischen Rahmen eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Kette Deutschlands, aber auch im deutschsprachigen europäischen Ausland präsent. Man zeigt stetiges Wachstum mit hoher Profitabilität und die. Ja, bei Fehmarn ist ja auch, da habe ich auch immer diesen einen Typen gehabt. Das war's. Ah, wie hieß dieser Megatrend-Typ? Ah, mir fällt der Name nicht mehr ein. Der immer Fehmarn dort empfohlen hat und immer Fehmarn, weil Brillen brauchen die Leute immer, die Leute werden immer älter und brauchen deswegen auch Brillen und so. Aber so ganz easy ist es wahrscheinlich nicht, weil es gibt ja auch viel Konkurrenz und es gibt auch viel. Ja, Kontaktlinsenhersteller und alles Mögliche. Also ich bin, das ist nicht mein Bereich, aber die Aktien sind ja ziemlich gefallen, würde ich sagen.
Was haben wir hier? Schnäppchen. SAP, Xiaomi, weiß ich nicht, kenne ich nicht. Illumina. Aktien. SAP. Wo ist das? Okay. Also schaut euch das ganze Ding selber an. Ich verlinke euch hier unten den Link. Ja, abonniert den Kanal von den Leuten. Ist recht gut, muss ich echt sagen. Also einer von den wirklich guten Kanälen soweit. Also was heißt, wann ist ein Kanal gut? Dann, wenn man sich da was angeschaut hat und dies nutzen konnte, um seine eigene Meinung zu bilden, zu festigen, zu ajustieren, ja, und aus diesen ajustierten, gebildeten, gefestigten Meinungen letztendlich bare Münze entstanden ist, ja, im Sinne entweder von Verlust vermieden oder Gewinn erzielt. Ja, dann ist meiner Meinung nach ein Kanal gut und nicht mehr, nicht weniger. Ja. Und dazu gehört halt letztendlich auch Börsenpunk und dazu gehört auch dieser Kanal Bernecker und es gibt so viele, gibt es da nicht. Die meisten. Ja. Ja, egal. Okay, bis dann, tschüss. Ich muss weiter arbeiten.